Habe auch eine Praxis und ich biete Massagen an, Klangschalen, Reisen, energetische Reisen. Ich massiere auch. Ich versuche noch Lichtsprache anzuwenden, aber es ist bei mir noch nicht im Angebot. Und ich merke halt und spüre die Leute oder Menschen, die zu mir kommen, was sie für Probleme haben. Also das spüre ich. Also wenn ich frage, wie geht's dir? Und er sagt, mir geht's gut, ob es ihm eigentlich nicht gut geht. Also die Leute können mich energetisch eigentlich nicht anlügen. Also ich spüre richtig, wie die sind und naja, ihre Seele. Und mit der Lichtsprache kann man halt ausführlicher mit den Leuten reden. Und naja, bei meinen Praxisen geht es eigentlich nicht nur ums Geld, sondern dass die Leute eigentlich gesund werden. Also mir geht es nur darum, nicht nur, aber dass den Leuten ihre Probleme gelöst werden und ich nebenbei auch ein bisschen Geld verdiene und ja. Zum Beispiel, naja, ich schätze eigentlich die Leute, die meine Kurse oder Seminare oder Massagen oder Lichtsprache, was es auch sei, achten und ja, also dass die da auch nicht nur dahin kommen, um naja, machen, sondern die sollen das einfach nur achten und man muss nicht zu meinen Seminaren hinkommen, nur um, also dass man Probleme hat. Also man muss nicht hinkommen, wenn man Probleme hat. Man kann auch hinkommen zur Entspannung für sich oder dass man sich noch ein bisschen mehr stabilisiert und oder energetisch auflädt. Man kann die Seele so sagen wir, nicht umstellen, sondern umstrukturieren, also so inspirieren, dass die Seele so ausstrahlend ist, dass die Leute, naja, dass die Leute so anders ausstrahlen, wenn du zum Beispiel, ein Beispiel, wenn du jetzt auf der Arbeit bist und du bist halt etwas unbeliebt, also die Leute mögen Leute nicht und kommst zum Beispiel zu meiner Mama oder zu Alexander oder zu mir oder zu Ulrich. Oder dann kaufst du StarTex-Dinger, dann kriegst du halt eine andere Ausstrahlung. Und dann, wenn du bei der Arbeit wieder antauchst, dann ist das meistens so, dass du da ganz andere Ausstrahlung hast und die Leute dich positiv, mehr positiver finden und ja. Darf ich? Ja. Gut. Ja, ich sehe das einfach Ausstrahlung. Du hast etwas von Ausstrahlung gesagt. Und das heißt, es gibt etwas, was man sieht. Ne? Naja, das ist eigentlich nicht, was man sieht, sondern das fühlt man. Okay. Das heißt, wenn du jemanden anschaust, wenn du in einen Raum gehst, du fühlst, aber siehst gleichzeitig. Was um einen Mensch drum ist. Ja? Wie siehst du das? Siehst du das oder fühlst du, sehen und fühlen ist manchmal auch gemeinsam. Wie fühlst du das? Fühlst du, was drumherum ist, in der Elektrik, in das Aussehen, in die Augen? Was siehst du, wenn du, ich denke, dass jeder Mensch, wenn wir schauen, was anderes sehen. Glaubst du auch, dass wir oft was anderes sehen, wenn wir rumschauen? Weil manche sehen, oh, sieht ja doof aus, ne? Der andere sieht, wow, da ist eine Wissenschaft drin, ne? Oder der Naja, könnte was machen. das ist meist nicht so, wie er von außen aussieht. Ist nicht meist, wie er von außen aussieht. Das Wichtige ist, wie er von innen ist.
Ja, aber auch das Äußere, weil wenn wir auf der Straße gehen, sie könnte sagen, er sieht doof aus. Der andere sagt, wow, der ist nett. Das Äußere beeinflusst auch. Meine Frage ist, deine Augen, für dich ist selbstverständlich, wie sehen oder was sehen deine Augen, wenn du draußen auf der Straße bist oder wenn du anderen Menschen begegnest? Ah, ich gucke eigentlich nicht mit den Augen zuerst. Erst gucke ich mit den Augen, aber dann gucke ich mit der Seele oder guck halt, wie die Menschen innerlich sind. Auch Und wie wenn sie, machst du das? naja, ich kann man schwer erklären. Also Ja, die. ich bin, erstmal muss man sich ruhig und entspannen. Danach muss man den Menschen lange ansehen und in seine Seele hereingucken. Das geht, naja, wenn Ja, man die mach das mit Energetik, mir jetzt. wenn man die Energetik kennt, dann geht das halt ganz schnell. Was nimmst du von meiner Seele wahr? Du bist in der Seele fröhlich, aber irgendwas liegt dir auf der Seele, also irgendwas betrübt dich. Und wie gehst du dann jetzt damit um? Wie mit um? Ja, wenn ich zu dir komme, sag ja, okay, stimmt, danke, dass du mir das sagst, etwas betrübt mich. Wie geht's jetzt weiter? Na ja, dann müsstest du zu einer Sitzung kommen zu Ich mir. bin zu einer Sitzung jetzt. Jetzt ist es kostenlos, ja. Naja, dann müsste ich eigentlich Klangschalen holen. Und wenn ohne Klangschalen, was für Möglichkeiten hast du da? Was betrübt mich? Also jeder hat ja ein inneres Kind und einen Vater und innere Mutter. Und wenn du fragst, was betrübt dich? Und jeder hat auch ein Krafttier. Ich finde, dass dein inneres Kind sich betrübt. Schön. Und dein Krafttier versucht halt, das wieder rauszukriegen, aber dein inneres Kind ist halt sehr, sehr, sehr betrübt. Also, da müssten wir mit Klangschalen und mit Massagen das wieder ausgleichen. Und gibt es weitere Informationen, die du mir geben kannst, damit ich das selber machen kann? Also ich habe sowas nicht, aber du kannst von Mama und oder Ulrich. Nur von dir, von dir. Ich rede ja mit dir. Ist gut, was du sagst. Sehr gut. Naja, ich mache ja fast sowas Ähnliches, habe ja fast sowas Ähnliches wie die gemacht. Das war auch früher, das habe ich Alex und Mama noch nie gesagt. Da habe ich immer solche kleinen energetischen Steine genommen, habe ich Okay, die in der Hand. was könnte ich selber machen? Was kannst du mir, weil wir sind jetzt noch 1 Minute, 2 Minuten zusammen, was kannst du mir noch mitgeben? Manchmal ist es möglich, kann ich kommen und manchmal Ich nicht. kann dir etwas Energie mitgeben. Bitte? Jetzt? Ja, vielen Dank. Es ist hier angekommen und ich habe mehr Mut, mein inneres Kind jetzt ein bisschen mehr Raum zu geben. Ich danke dir sehr. Gut gemacht. Und erinnere dich immer an die innere Energie, die ich dir gerade Ja. übergesendet habe. Ja, immer wenn ich in der Situation bin, verbinde ich mich mit dieser Energie, fühlt sich gut an und ist easy. Ne? Und ich schaffe es vielleicht, darüber, über das Betrübtsein zu kommen. War schön mit dir. Ja, danke schön, mit dir Tschüss. auch. Tschüss.